Grüezi, hallo, seid gegrüßt. Ich freue mich, dass ihr zuschaut, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir sind Quelle TV, wir sind im Studio in Bern und es freut mich wirklich sehr, dass wir einen ganz besonderen Gast haben heute, und zwar ist es der Galsan Cinak. Herzlich willkommen und schön, dass du dich zur Verfügung stellst, noch einmal für ein Gespräch. Du hattest Vortrag und Seminar am Wochenende hier bei uns in der Quelle. Und jetzt bist du noch einmal hier für ein Gespräch und ich freue mich, dir Fragen stellen zu dürfen. Und gleich zu Beginn, du hast gestern noch gesagt, ein Titel für das Interview wäre Mumm, Mumm, Mumm. Mut tut gut. Und du verbindest mit dem etwas. Und wie bist du auf das gekommen? Ja, heutige Menschen sind irgendwie kleinmütig, ängstlich geworden. Mhm. So merke ich in der ganzen Welt, wenn ich durch die Welt reise. Da kann man nicht so, ja, beim Namen nennen. Ich will alles beim Namen genannt haben. Mhm. Und da braucht man Mut, Lebensmut, Großmut, ja, bisschen Kühnheit. Besonders in der Schweiz, wo es wirtschaftlich am besten geht in der Welt, gibt es in der und der und der Ecke jemanden, der Angst hat. Also die Angst ist ein Teufel, die einmal da gewesen, immer wieder kommt. Deswegen muss jeder Weg zur Angst gesperrt sein. Und darum sage ich, Mumm, 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 Mut tut gut. Angst, Teufel, du hast keinen Platz bei mir. So, die Faust. Häuslein zeigen. Die Häuslein zeigen. Die ein klein Volksmensch das tun kann. Ja, genau. Jetzt, es ist ja wunderbar, wie du in deinem vollen Ornat oder Ornament hier bist. Und kannst du etwas sagen, was du hast deinen speziellen Hut, du hast Utensilien. Was bedeutet das? Also Hut ist ja etwas Oberhaupt. Das Haus für mein Oberhaus. Mhm. Und das Flatternde, das muss sein in der Mongolei. Wenn, da muss man das Land gesehen haben und wissen, dass wir meistens im Sattel sitzen und reiten. Und dass die Steppen, Bergsteppe, windig ist, windstürmisch. Es ist windig und Pferde liegt im Galopp. Immer vorwärts. Ja. Das Mut, verleiht Mut den Menschen. Ich als Volksführer muss immer vorne reiten und die Leute, die hinten kommen, sehen, der Häuptling ist vorne, wir haben ihm zu folgen. Jawohl. Also du gehst voraus. Dein Volk heißt, das sind die Tuwa? Tuwa. Tuwa. Und ja, sag noch etwas zu den Tuwa. Ja, das Tuwa-Volk ist zahlenmäßig wenig. Nur 300.000 Menschen weltweit. Zwei Drittel davon lebt in Russland als eine Teilrepublik in Sibirien, Ostsibirien. Und deren Hauptstadt heißt Kassel. In dieser tuwinischen Hauptstadt Kassel steht ein Denkmal, ein Obelisk. Hier liegt das Zentrum Asiens.
Das soll ein englischer Wissenschaftler vor längerer Zeit ausgerechnet haben. Und so hat man das prüfen lassen. Tatsächlich stehe da Asien in seiner Mitte. Und deswegen dieses Obelisk. Und die Menschen sind sehr stolz auf ihren zentrierten Platz. Genau. Du lebst ja auch zeitweise dort. Du bist ein Weltenwanderer. Ja, wir sind ja jetzt in zwei Staaten geteilt. Früher waren wir ein Volk. Und dann kamen die Großmächte und haben da abgeschnitten und hier abgeschnitten. Und ein Teil der Tuba lebt immer noch jetzt in China. Mhm. Also in China, in Russland und in der Mongolei. Ja. In der Mongolei sind wir wenige Menschen. Mhm. Ja. Und in der Mongolei lebt ihr im Altai? Hauptsächlich im Altai. Das ist unsere Grundheimat gewesen. Und dann ist dieses gekommen, jenes gekommen und die politischen Ereignisse und die Völkerwanderungen. Und dann sind wir aus unserer Ecke weggedrängelt worden. Und ich habe heute vor 1995 habe ich die Karawane gemacht. Das war mein Versuch, das Volk wieder in die angestammte Heimat zurückzubringen. Ja. Du hast sie zurückgeführt? Ja. Ja. Das war in einer Karawane, in einer Großreise von 62 Tagen und Nächten. Ja. Wir sind gezogen hinter uns. Die schwer beladenen Kamele. Und ich fuhr vorne in einem Jeep mit dem Team, Kamerateam. Da waren insgesamt, also ich kann jetzt noch einmal mich erinnern. Da waren 5 Autos. Sechzehn Hühner. 30 Hunde. hundertvierzig Kamele. 350 Pferde. 150 Menschen. Und 6 Deutsche. Du weißt das noch so gut. Sogar die Zahl der Tiere und Menschen, die dabei waren. Eindrücklich. Ich habe Bilder gesehen. Ich war ja noch nie im Altai, aber es muss unglaublich sein, diese Weite. Und du hast gesagt, der Wind und man ist auf dem Pferd und das öffnet das Herz. Und die kleinen Völkerschaften, die im fernen Osten leben, die nennen sich meistens in der Übersetzung Menschen. Was für ein Volk seid ihr? Wir sind Menschen. Das ist aber nun zu verstehen gegenüber den Schafen und den Jacks und den Pferden und den Wäldern und den Bergen und den Flüssen. Für uns ist jedes Lebewesen ein Volk. Wir reden vom Volk der Schafe, vom Volk der Pferde, vom Volk der Geflügel, der Vögel. Und dem gegenüber nennen wir uns wir Menschen. Ja. So zu verstehen. So ist das zu verstehen. Und sonst denke ich auch die Schweizer und die Deutschen und die Franzosen und die Russen und die Chinesen sind auch alle Menschen. Da muss man aber verdeutlichen sagen, das schweizerische Volk, das Volk von Chinesen, das Volk von Russen. Mhm. Und wir sind ein Volk von den Tuba-Menschen. Ja, genau. So ist der Unterschied. Du hast gestern erzählt, wie das ist, wenn man da reitet. Und ich habe es mitgenommen. Ich habe das gesehen gestern und
die Begrüßung, das Begrüßungsritual, das hat mir so gefallen, ja. Du weißt es noch. Und ich wollte dich bitten, noch einmal zu erklären, wie das ist, wenn man sich begrüßt. Du hast gesagt, die Menschen suchen sich in dieser Weite, bekommst du auch eines? Haben wir. Mhm. Ah gut, dann können wir es vormachen, wie es ist. Ja, ja. Genau. Gut, die Menschen suchen sich, weil es gibt ja wirklich wenige Menschen und dann ist es etwas Besonderes, gell, wenn sich Menschen begegnen. In der heutigen Welt sind zu viele Menschen und jedes Volk leidet die Überbevölkerung. Das merken wir jeden Tag, wenn wir auf Ulaanbaatar, unsere mongolische Hauptstadt, schauen. Da kommen Menschen hereingeströmt, das ist eine Flut von Menschen, flutet vorbei. Und da möchte man schnell ausweichend rechts und links gehen. Aber auf dem mongolischen Land ist das Gegenteil. Der Mensch sehnt sich nach Menschen. Die Einsamkeit, die endlose große Steppe und Berge, 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 Steppen und dann Wälder und Flüsse, Seen und Schafe, Ziegen, Pferde, Yaks und Kamele, all die Tiere und die Murmeltiere und die Vögel und alles. Aber der Mensch ist allein und der sehnt sich nach einem Menschen, um Zeit zu vertreiben und von ihm was Neues zu erfahren. Und wenn ich jetzt am Himmelsrand, am Horizont, einen Menschen reiten sehe, dann gehe ich auf den Menschen zu und der Mensch merkt gleich, er will auch mit mir reden. Und der Mensch dreht sich, macht ein rechts Kehrtwende, ja. Und ich links. Und wir kommen nach einigen Minuten auf uns zu. Ja. Manchmal nach einer ganzen Stunde, ja. Denn die genau. Weiten sind ja so endlos groß. Ja. Und man reitet, bis schnell man reitet, kommt man irgendwann zusammen. Ja. Und dann stehen bleiben, im Sattel sitzen bleiben. Würdevoll sitzen bleiben, ja. Und aus dem Brustlatz diesen Beutel rausholen, die so mit meiner Tabaksflasche drin gelegen hat. Und dann ohne Eile, würdevoll in Ruhe. Ruhe ist das Wichtigste, was man auszustrahlen hat auf die Menschen und auch auf die Tiere. Wenn man sich zappelig und in Eile zeigt, dann werden auch die Tiere unruhig. Deswegen rieche selber dran, so, dass der Mensch denkt, das ist bestimmt kein Gift, den er selbst eingezogen habe. Und dann mit dir wechseln und dann deine Tabaksflasche betrachten. Oh, das ist ein schönes Stück. Oh, das riecht gut. Ihr werdet schmeckt heißen. Also das schmeckt, riecht gut. Und jetzt werde ich auf dich beim Wechseln, beim Zurückbekommen meine Flasche und dir zurückgeben, deiner Flasche, werde ich dir erstmals genau in die Augen schauen. Ja. Und in meinem Blick liegt die Wertschätzung, ja, deiner Person. Ja. Du bist dein. Du siehst sehr menschlich aus. Mhm. Du hast zwei Augen, eine Nase, zwei Ohren, hast du auch einen Mund, aber nur deine Farbe ist merkwürdig. Du bist so hell, gelb. Naja, gut,
Wir haben ja woher kommt sie? Gelbe Schafe und gelbe Ziegen. Warum soll das nicht gelbe Menschen geben? Genau. Und du hast noch gesagt, in den Augen ist dir die Seele, oder? Auch sichtbar. Ja. Und wenn ich in deine Augen schaue, dann schaue ich auf deine Seele. Mhm. Deine Augen sind freundlich, ernst und kein Zeichen, woran ich irgendwie, was mich zum Furcht zwingen würde. Ja. Du könntest böse Zwecke einen bösen Zweck verfolgen. Mhm. Nein, du bist freundlich da. Mhm. Und dann bist du angenommen in dem Augenblick. Ja. Und dann beginnt das Gespräch endlich. Vorher hat man so, während ich so aus dem Brustlatz herausholte und suchte und so fummelte mit meiner Seite, habe ich nur auf die Wolken und auf die Bergspitzen und auf die Enden der Steppen geschaut und auf den Kopf meines Pferdes. Aber jetzt, so beim Zurückgeben deiner Flasche, berührt meine Hand. Die Hände. Ja. So, ich berühre dich, deine Haut, und ich schaue auf dein Seelenhaus, auf deine Augen. Und jetzt mein anerkennender Blick, du wirst es verstehen, Blick und Blick verstehen sich immer. Nicht viel reden sollte man, sondern in der heutigen Zeit, also die Staatsführer der heutigen Zeit sollten nicht so viel Blablabla machen, sondern lieber einander in die Augen schauen und nachdenklich einander lange schauen. Ja. 5 Minuten lang schauen die verfeindeten Völker. Dann kommt mehr heraus als eine halbe Stunde geredet. Ja. Ich finde, wir können davon lernen, was du berichtest. Ja. Wir können davon lernen, dass wir uns Zeit nehmen. Und schon nur, finde ich, diese Ruhe, die da liegt in so einer Begrüßung, in so einem Ritual. Ja, das Ziel ist ja, dich zu meiner Ruhe hineinziehen, und du ziehst mich auch in deine Ruhe hinein. Ja, und dann gibt es so eine ganz schöne Verbindung. Wir zwei strahlen Ruhe aus, und meine Ruhe, mein See von Ruhen ist um deinen See von Ruhe größer geworden. Und zweimal Ruhen, zwei Seen von Ruhen sind jetzt zusammengekommen. Und so sind wir jetzt eine größere Kraft. Ich bin reicher geworden um dich und du bist reicher geworden um mich. Mhm. Oder das können wir auch so nennen, ich bin schon ruhig gewesen. Aber wenn du so Ruhe ausstrahlst, und dann ist meine Ruhe um deine Ruhe mehr geworden. Ja. Wir haben einander ergänzt. Ja. Jetzt kommt das Gespräch. Ja. Woher, wohin? Ich bin älter und ich darf dich fragen. Du darfst anfangen. Ja, und dann sagst du dein Ziel, wohin du reitest. Ja. Und dann kommen die menschlichen Fragen. Mhm. Und da darf eine Frage nie ausbleiben. Hast du Kinder? Ja. Wie viel denn? Mhm. Musst du dann antworten? Ja, einen Sohn. Ja. Und ich darf dir, und hast du Schafe? Ja, nein, aber im Altai haben sie Schafe. Pferde hast du auch nicht, wahrscheinlich. Ja. Kein Kamel, keine Ziege. Nein, aber, das ist schon fast traurig. Aber ich werde dann dir erzählen, ich werde jetzt 80 Jahre alt. Ja. Ich bin Führer meines Volkes, das sich Toa nennt. Mhm. Ich habe 10 Kinder, 4 Kinder und 10 Enkelkinder. Mhm.
Ich habe 5 Pferde, 18 Kühe, 280 Schafe und 3 Kamele. Und eine Menge Ziegen auch noch. Ja. Sagst du bei dieser Begrüßung, dass du Schamane bist? Nein, das sage ich, das darf ich nicht sagen. Aber wenn ich Schamane sein sollte, der Mensch muss es merken. Aha. Und, oder ich frage indirekt, wenn wir uns gut kennengelernt haben, mein Kind, ich habe, woher kommt diese Unruhe in deinen Augen? Deine Augen sind sehr unruhig. Und wenn du dann mich fragst, ich habe immer wieder so schwere Träume und letzte Nacht hatte ich wieder einmal Albtraum. Und dann durchschaue ich dich, schaue dich nochmal schauen und irgendwann weiß man, woher die Richtung, woher diese Unruhe kommt. Und dann sage ich, wenn du Hilfe brauchst, meine Mutter liegt zu Hause schwer krank und deswegen muss ich jetzt schnell reiten. Wo wohnst du denn? Ja. Du zeigst mir die Richtung zu deiner Jurte. Und dann sage ich, und dann könnte ich da vorbeireiten, wenn du Hilfe brauchst. Ja. Du, natürlich brauchst du Hilfe, wenn die Mutter krank zu Hause liegt. Und ich komme dann, ich sage nicht, ich bin Schamane. Ja, warum liegst du mitten am Tage? Ich bin krank. Was hast du da? Ich habe Dauerkopfschmerzen. Oder ich habe Rückenschmerzen. Ich kann mich nicht richtig bewegen. Und dann erst trinke ich einen Tee, dass jeder Mensch, der in die Jurte kommt, bekommt einen Tee gekocht. Das ist die Pflicht. Ja. Und dann trinke ich Tee trinkend, überlege ich. Beobachte, ich werfe immer wieder einen Blick auf die liegende Person. Und der erzählt. Und von der Erzählung, durch die Erzählung weiß ich, was sein könnte. Und dann gehe ich hin und fasse an, auf die Hand auf die Stirn legen. Und ich kann auch die Haut riechen. Und deine Stimme sagt mir ja auch, also mein Auge untersucht, mein Ohr untersucht dich durch deine Stimme und mein Auge untersucht dich, hat sich schon untersucht seit etlichen Minuten. Und ich habe dich jetzt Haut an Haut gespürt. Ja. Du hast Fieber. Und dann sage ich, ich könnte dir helfen. Oh ja, bitte, großer Bruder. Also ich bin jedem Menschen der große Bruder. Ja. Uluaga, der große Bruder. Ja, das wäre schön, großer Bruder. Also ich habe so unerträgliche Schmerzen im Rücken. Ich lege die Hand drauf. Und versuche, woher das kommt. Ja. Und ich schaue da, und die Frau ist sieht ein bisschen sehr ungepflegt aus. Und ich werde zu der Schwiegertochter oder zu der Tochter rufen, habt ihr eine Schüssel? Eine Schüssel? Das habe ich gedacht, ja. Eine Schüssel. Ja. Mach Wasser, lauwarm Wasser. Ich brauche lauwarm Wasser. Leg die Schüssel hier und bringe deine Frau zum Aufstehen.
Ich möchte ja die Füße waschen. Mhm. Wenn ein alter Mann völlig unbekannt kommt und jemanden die Füße waschen will, dahinter liegt ja ein Zweck. Ja. Und dann bewege ich mich hin, hocke mich nieder vor ihr die Schüssel, stecke deine Füße ins Wasser. Habt ihr Seife? Ja, Seife kommt. Und wasche ich die Füße. Ich sehe, die Fußnägel sind sehr gewachsen. Krallen geworden. Habt ihr eine Schere? Mhm. Ja, die Schere kommt, die große Schafschurschere. Ja. Also die kleinen Scheren kennen die Landmenschen noch nicht. Ja. Also die großen Scheren, womit Schafe geschoren werden, mhm. die gibt es in jeder Jurte. Und ich sage, ich glaube, in eurer Truhe gibt es bestimmt eine Schnapsflasche. Mhm. Oh ja, in jeder Jurte gibt es Schnaps, ja. Wodka, ich weiß nicht. Mhm. Stell hier die Flasche im Falle. Ich werde als alter Mann mit dieser riesen Schere werde ich hier ein Zeh abschneiden, sie verletzen. Dann brauche ich Sprit. Ja. Nur wenn etwas passieren soll, ja, dann hättest du den also Sprit. Die schamanische Heilung. Ja. Geschieht auf einem Niveau, so zwischen Niveau, ist das gespielt oder ist das ernst? Ja. Ist schwebend. Ja. Ich brauche einen schwebenden Zustand, um in dein Seelenhaus reinzublicken. Ja. Und dann wasche ich hier die Hände, die Füße so richtig ja. sauber. Und wann wird die arme Frau das letzte Mal gewaschen worden sein an den Füßen? Ja. Und das wird diese Frau umwerfen in ihrer Seelenwelt. Die weinen meistens, ja. sitzen da und still weinen und denken, welcher guter Geist wird diesen weißhaarigen Mann herübergeführt haben. Hat dich geschickt. Das ist bestimmt der Wille des Himmels gewesen. Ja. Ja. Und dann habt ihr ein Handtuch, ja, ich bekomme ein Handtuch, ich wasche trocken, wische ja. trocken ab und dann schneide ich die Nägel ab. Ja. Ja. Es ist so, ist auch ein Ritual, so vieles ist mit Ritualen, finde ich, wenn ich so zuhöre. Ja. Und so auch wieder so Ruhe drin und ja. was gesagt. Und dann. Wenn ich fertig bin, ich habe Tee getrunken, ich habe jetzt dir die Füße gewaschen und da steht Flasche, die Wodkaflasche und dann heißt es, mich mit Wodka bewirten. Mhm. Und wir trinken beide. Ja. Ach, ob ich trinken kann, weiß ich nicht. Aber ich sage, ich trinke die Hälfte und du trinkst die Hälfte. Ja. Und sie hat mit mir ja. sogar Wodka zusammengetrunken. Ja. Und wenn die Kinder das sehen, dann steht auf dem Kochherd links, wird Fleisch gekocht. Ja. Und ich darf bleiben und dann gibt es die nächsten Gläser. Und etwas zu essen. Ja, und dann wird gegessen. Und wenn ich die Mütze ablege und hinlege auf den Truhe, wo ich sitze, das ist das Zeichen, ich möchte länger bleiben. Mhm. Also wenn ich meinen Gürtel ablöse, bedeutet, ich werde bei euch schlafen. Du bleibst. Und ich darf in jeder Jurte so lange bleiben, wie ich ja. will. Ja. Es gibt so verschiedene Fragen, aber eine Frage gibt es nicht bei den Nomaden. Wann geht denn weiter? Wann reist ab? Ja. Und
Jeder kann bei jedem beliebig lange bleiben, wenn er will. Mhm. Das gefällt mir. Ich bin in dieser Gegend noch nie gewesen. Mhm. Und die Frau ist gesünder geworden. Das ist so anders als bei uns. Und du lebst ja in zwei Welten, oder? Das ja, mindestens in zwei Welten. Also in drei Welten. Ja. In der Stammeswelt der Nomaden. Mhm. In der Stammeskultur, wo alles jedem gehört. Mhm. Wo ich alles mit jedem zu teilen habe. Mhm. Und dann in der Stadtwelt von Ulaanbaatar, wo ich hart arbeiten muss. Und dann im Ausland, dann in der anderen christlich-europäischen Welt, mhm. wo alles normiert ist, wo diese linierte, eckige Welt herrscht. Alles hat seine Normen. Die Straße, wo wir jetzt drei Tage verbracht haben, da saß ich im Auto und las Privatstraße. Ja. Oh weh, wenn einer es wagte, auf dieser Privatstraße seinen Fuß zu setzen, Ja. Dann gibt es in der Schweiz bestimmt Ärger. Ja. Das kann sein, das kennt man nicht. Ich habe mich gefragt dann, was bedeutet für dich Heimat? Heiden. Heimat. Heimat. Wo fühlst du dich? Wo ich mich am besten fühle. Ja. Da ist immer Heimat. Ja. Ich habe immer gedacht, ich bin geboren im Hohen Altai in den Schwarzen Bergen. Anfangs habe ich gedacht, die Schwarzen Berge sind meine Heimat. Mhm. Und dann bin ich zum Bezirkszentrum gekommen in der 5. Klasse. Und der Bezirk hatte 15 Landkreise. Und aus allem kamen. Und dann habe ich gedacht, also dieser Bezirk ist meine Heimat. Dann bin ich nach 10 Jahren in die Hauptstadt gekommen und 7 Tage lang auf einem LKW gereist. 7 Tage und viele Nächte dazu. So weit waren. Mhm. 2000 Kilometer und ohne Straßen. Also über Berge, durch Flüsse, so rüber, huckel, so hopsend. 7 Tage. Ach, wunderschön, endlos groß war die Mongolei. Dann habe ich in der Hauptstadt ein paar Monate verbracht, erfüllt von Heimatgefühl. Die Mongolei, das ist meine Heimat, die wunderschöne Heimat. Und dann sollte ich mit der Eisenbahn zum Studium nach Leipzig gehen. Wieder 7 Tage gedauert. Bis Moskau 5 Tage und 5 Nächte und dann von Moskau bis Berlin 1,5 Tage, also 7 Tage. Und dann habe ich gesehen, also durch Sibirien gereist, ach, diese endlose Weite Eurasiens, mhm. das ist deine Heimat. Ja. Und dann wurde auch DDR zu meiner zweiten geistigen Heimat. Mhm. Und ich war so DDR-treu. Innerhalb von 6 Jahren bin ich zu einem sehr treuen DDRisten geworden. Ja. Und dann die Deutsche Demokratische Republik. Mhm. Ach, ich habe dieses Land sehr geliebt. Mhm. Und da war ich sehr dankbar. Mhm. Und als ich dann wieder einmal reiste, das war ein merkwürdiger Tag. Der 2. Oktober 1990 kam ich in Schönefeld bei Berlin an. Mhm. Und mit der DDR hatten wir visafreien Verkehr. Und die DDR sollte in der Stunde sterben, in der Nacht. Ja. Und das war die letzte
große Hilfe, die meine Heimat sterbende Großmutter DDR mir noch leisten konnte. Visafrei in das Großdeutschland einreisen. Und dann sind wir gleich nach Köln weitergereist. Und der Abend war stürmisch im Fernsehen. Ach, die haben Einheit gefeiert und so. Oh, freuende, frohe Menschen, weinende Menschen aus Freude. Und ich war in einer Pension. Und da habe ich die Nacht einen Artikel geschrieben. Abschiedsbrief an die alte Mutter DDR. Mhm. Und ich habe die Pensionsfrau gebeten, das bitte zur nächsten Zeitungsredaktion bringen. Kölner Nachrichten. Mhm. Oder Kölner Anzeiger, ich weiß nicht, die Kölner Hauptzeitung. Und sie brachte hin. Nie erschienen. Aber ich habe den Text. Ich werde eines Tages diesen setzen und darüber sagen, ja. So sieht es aus mit eurer Redefreiheit. Ja. Ja, jeder darf immer seine Meinung äußern. Für mich war das ja eine wichtige Sache. Meine Heimat DDR starb. Ich habe meiner sterbenden Mutter einen Abschiedsbrief unter dem größer geworden Deutschland alles Gute wünschend und noch mehr Glück erhoffend geschrieben, ehrlich, so aus der Seele heraus, alles herausgeschält, hingebeten. Wir haben kein Interesse. War kein Interesse. Ja, du hast geschrieben. Ich habe jetzt gedacht, noch das Stichwort, du hast viele Bücher geschrieben. Ach. Inzwischen über 50 Bücher. Ja. Also allein in der deutschen Sprache habe ich 42 Bücher geschrieben. Die Bücher Nummer 41, Gedichte mit dem Titel Weltenwanderer, waren Nummer 41. Und drauf, danach ist auch, kennst du das Haus? Also der Abschlussband meiner Memoiren in Romanform erschienen. Ja. Eine Menge. Und dann habe ich Mongolisch auch Bücher geschrieben, in anderen Sprachen. All diese Bücher sind jetzt in verschiedene, an die 20 Sprachen übersetzt worden. Und wenn man das zusammensammelt, das gäbe einen Hügel, sogar einen kleinen Berg von Büchern. Das stimmt. Weil du hast ja auch viel zu erzählen. Das ist so ein reiches Leben, das du Ich habe viel erlebt. Das habe ich erfahren, während ich die Memoiren verfasste. Die Memoiren habe ich ganze 6 Jahre lang geschrieben. Ja. 1500 Seiten, aber davon sind so knapp 1000 Seiten erschienen. Ja. Die Verlage haben ihre Grenzen. Aber irgendwann werde ich den Urtext, Wortlaut, wie ich die Sachen sehe, nicht durch die Zensurbrille des Verlages, sondern durch die Brille meines Herzens auf die Welt, auf die Geschehnisse dieser Erde geschaut habe. Ja. Ich möchte nochmals so vielleicht zum Abrunden. Am Anfang war das Thema Mut, Mum. Und wo hast du Mut gebraucht? Habe ich mich dann gefragt. Ich glaube, die Nomaden sind die mutigsten Menschen, die Mongolen überhaupt. Warum die wenigen Mongolen reiten, den Mongolen mit ihren Beil und Bogen die Welt einmal erobert haben? Die Hälfte der Welt, des Erdkugels geherrscht hat. Das muss an dem gebürtigen Mut des Nomaden gelegen haben. Ja. Die Nomaden haben keine Angst. Mhm. Kämpfen sie gegen einen Wolf, packen sie an beiden Ohren
und drehen so lange. Also das, die Wolfsohren werden sich immer ausdehnen. Und man sagt, ein Wolfsohr reicht dreimal zum Umdrehen. Also wenn das umgeht, dreht man so, ohne loszulassen und so. Und solche Geschehnisse kommen immer wieder vor. Auch heutigen Tages. Ja. Das stehen in den Zeitungen. Ja. Mit Bildern des Bändigers, Wolfsbändigers. Ja, also ein mutiges Volk. Ja, mutiges Volk. Angeborenen. Denn wir haben einen Grundglauben, dass mit dem Tod nicht zu Ende geht. Tod ist nur ein Stadium des Lebens. Mhm. Wir glauben an die Wiedergeburt. Mhm. Wenn ich jetzt mit meinen 80 Jahren müde werden sollte, kann ich mich dem Sterben hingeben. Mhm. Das Leben von sich in mir einstellen, den Lebensfluss. So sind alle drei Menschen gestorben, die mir im Leben am nächsten gestanden haben. Meine Mutter, mein Vater und meine schamanische Mutter, die große Pürvu. Pürvu. Alle haben immer gesagt, heute werde ich sterben. Ich werde im Mitte des Sommermonats sterben. Ich werde sterben, wenn diese durcheinander diese Arbeiten gemacht sind, wenn die Kinder alle ein bisschen Zeit haben für mein Begräbnis. Für dich ist es ist ein Kreislauf. Ja, es ist ein Kreislauf. Ja. Und ich werde wiedergeboren. Ja. Warum soll ich Angst haben? Ja. Und so haben die so erzogene Kinder, werden eines Tages zum Soldaten, müssen auf der Schlachtfeld, auf dem Schlachtfeld kämpfen. Mhm. Ja. Und ja, ein Krieg ist anstrengend, ich weiß. Aber wenn man viele Nächte lang gefroren hat und so verwundet gewesen, zwei, dreimal verwundet gewesen, Schmerzen ertragen müssen, manche würden gerne sterben. Ja. Lieber mich jetzt zur Ruhe hinlegen. Und das, wenn man keine Angst hat vor dem Sterben und weiß, man kommt wieder, dann verliert man die Angst und kann mutig bleiben. Ja. Ich sage immer, wenn viele Menschen heute an die Wiedergeburt nicht glauben. Wir lassen die gerne an diesem Glauben. Wiederkommen tut nur derjenige, der dran glaubt. Und die Erde ist ohnehin überbevölkert. Also lassen wir die an ihren Tod glauben, die sollen wegbleiben. Und diejenigen, die dran glauben, die sollen zurückkommen. Schön. Ganz zum Schluss. Was ist im Fläschchen? Ich habe gedacht, das wissen die Zuschauerinnen und Zuschauer gar nicht. Das ist Tabak. Tabak ist drin. Ja, ja. Ich habe das selber hergestellt, vermischt. Das sind ich auf den Tabak. Du wirst niesen. Ich würde dir das abraten, Kind. Gut. Das ist schon für dich gut. Aber ich warne dich, du wirst niesen. Ja, ich habe gestern ein wenig probiert. Es kühlt ziemlich. Ja. Es ist schon so. Ein englischer Tabak, ein bayerischer, ein mongolischer und ein chinesischer und ein indischer. Fünf verschiedene Tabaksorten hast du habe gemischt. Miteinander vermischt. Und wenn du so besonders im Frühjahr im Bus oder im Kaufhaus gewesen bist, lange, wo viele Menschen sind, dann bekommt man das Gefühl, Schnupfen geholt zu haben. Mhm. Und zu Hause angekommen, nehme ich eine kräftige Brise und
niese ich und da muss ich heftig niesen. Alle Bakterien mit den Vorsicht, Angst rausgeflogen. Ja, genau. Du sagst ja dann weg, weg, weg. Ja, dann dann schnell greife ich nach meinem Wesen. Weg, weg, weg. Arnstein, Arnstein, Arnstein. Weg ist weg. Weg ist weg. Weg ist weg. Ja. Das würde ein schöner Abschluss geben für unser Gespräch. Ich bedanke mich sehr bei dir und bei der Quelle. Die Quelle ist ja eine Organisation einerseits. Mhm. Bewohnend in einem so prächtigen, echt schweizerischen Haus. Mhm. Aber die Quelle ist ja so auch eine Seele, eine Persönlichkeit. Mhm. Wenn es dieser Persönlichkeit, dieser Seele, Quelle, dieser Persönlichkeit, die Schweiz und den Persönlichkeiten, dass die Schweizer, das schweizerische Volk, dem Volk von Wilhelm Tell gut geht, dann bin ich auch froh. Sehr schön. Ja, und ich danke dir ganz, ganz herzlich noch einmal, dass du nochmals gekommen bist und nochmals Energie aufgebracht hast, ein Gespräch zu führen mit mir. Das danke. Liegt vielleicht an deiner Person. Du heißt ja die schöne Isa. Isa die Schöne. Isabel. Isabel, genau. Aber drauf darf man, habe ich heute gemerkt, darf man kein Wortspiel machen, kein Verb machen. Was macht die schöne Isa mit deinem Namen? Isa redet, aber Isa bellt nicht. Das passt. Wenn du zu viel reden würdest, also es gibt ja Menschen, vor allem Frauen, die zu viel reden, zu tendieren, zu viel zu reden. Was macht die Isabelle? Die bellt weiterhin, so würde man sagen. Aber du hast nicht gebellt. Ich habe nicht gebellt. Ja. Schön. Danke. Bleib gesund und weiterhin schön. Denn die Schönheit brauchen alle Menschen, vor allem die Frauen. Ja. Vor allem die Frauen in dieser europäischen Kultur, wo das Äußere so wichtig ist, das Aussehen, der Schein. Sei, aber scheine auch. Ja. Das Scheine als schöne Gestalt. Danke dir. Ich danke. Moment noch, ich sage noch dem Publikum auf Wiedersehen und danke, dass ihr zugeschaut habt. Und ich freue mich auf das nächste Mal wieder mit Quelle TV. Tschüss, miteinander.